when those doubts in the sweet summer night, speeding fast, we try. Radio hums the song that we like. On our backs, feel the heat of sunrise. Speeding fast, we try. Alles klar? Nicht so wirklich. Ist was passiert? Meiner Mom geht's nicht so gut. Und ich könnte gerade einfach nur schreien. Komm, wir trinken ein Bier bei uns. Ich habe eine bessere Idee. Man darf Miro echt keinen Schlüssel in die Hand drücken. Wieso? Wir kontrollieren doch nur, ob meiner Spülmaschine alles in Ordnung ist. So. Was guckt ihr so? Ey, wir machen nichts kaputt und zahlen für die Drinks. Mein alter Arbeitsplatz. Na, dann geht die erste Runde auf mich. Was wollt ihr trinken? Was empfiehlst du? Mix mal was so profimäßig. Komm schon, Mo. Ja. Tu's für uns. Sei unser Held. Okay, für euch zwei Erdbeerchen gibt es erstmal ein Strawberry Daiquiri. Okay. Aus welcher Dorfdiste kommst du denn, ey? Ruhe jetzt, sonst könnt ihr singen. Auf der Mauer, auf der Mauer. Okay, 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 es geht gleich weiter. Ich glaube, das Programm ist nur abgestürzt. Auf die Zeit. Willst du auch noch einen Drink? Gin Tonic. Kommt sofort. Oh, lange nicht mehr so einen geilen Abend gehabt. Danke dafür. Gerne. Die nächste Runde geht auf mich. Schon wieder? Danke für die Drinks. Der Laden könnte öfter mal schließen. Cheers. Cheers. Aber das nächste Mal checkst du ein paar heiße Jungs zum Knutschen, okay? Ist der etwa nicht heiß? Ich schreib's auf den Wunschzettel. Na, alles klar bei euch? Ja, klar. Übrigens, DJs abschleppen wird olympische Sportart. Hey, hey, da oben kommt jemand. Hey, Digga, was geht ab? Ich hoffe, ihr lasst es ordentlich krachen in Tokio. Ruf mich mal zurück, wenn du Zeit hast. Gab wieder ein paar Probleme, aber alles halb so wild. Ja, okay. Dann viel Spaß mit Vince und dem Tiger und dann melde dich, ja? Alles klar, hau rein. Mann, Ole, ey, mach doch einfach alles aus das nächste Mal, echt. Idiot. Windows down, chilly breeze, we are mine. Ey, lebt ihr noch? Ihr habt schon es geschafft, euch nicht zu sehen. Wir haben uns kurz unsichtbar gemacht.
Ja, als Flaschenverkleider oder was? Du bist so nett. Moritz, aufwachen. Ich hätte gern noch einen auf den Schreck. Kann man jemand das Licht ausmachen? Oh, wir haben kein Trinkgeld da gelassen. Oh nein, du könntest später nochmal zurückgehen und den Einlauf von John abholen. Was der besagt, Mauerwerk zu, Kasse voll. Ja, hoffen wir mal, dass der mit dem Klempner abgelenkt ist und sich nicht im Kopf macht. Ach, im Zweifel hat's Ole verbockt. Oh nein, erst lässt er Licht und Musik an und dann auch noch Geld in der Kasse. Der Gute ist einfach überarbeitet. Ja. Hey, danke. Endlich wieder meine Nacht durchgefeiert. Machen wir jetzt öfter, oder? Aber erstmal pennen. Ich stehe übermorgen wieder auf. Guter Plan. Gute Nacht. Nacht? Schlaf schön. Und jetzt rennst du für den Rest deines Lebens mit dieser Erdbeere rum? Stell dir mal vor, es wäre ein Kürbis. Hi, Lorenzo? Hey, du bist Moritz. Ja. Cool, dass es so spontan geklappt hat. Ich werde total ablösen. Ach, dann kriegst du eine Revanche. Okay. Wollen wir zum Volleyballplatz in der Früh bringen? Okay, cool. Hey! Wollt ihr auch in den Park? Zum Volleyballplatz. Cool, wenn ihr noch Gegner braucht. Kleine Vorwarnung, ich bin richtig gut. Ja. Es gibt nichts Besseres als ein gesundes Selbstbewusstsein. Ich wollte euch keine Angst einjagen. Vielleicht haben die beiden keine Lust auf einen Gruppenakt. Von mir aus gerne. Dann let's go. Wir haben uns ausgesprochen. Mhm. Hat sie dir dann mehr über ihre Familie verraten? Musste sie gar nicht. Ich habe sie auch so verstanden. Eigentlich finde ich das ja auch cool an ihr, dass man sie irgendwie nicht sofort durchschaut. Alleine wie sie auf meinen ersten Kuss reagiert hat. Wie denn? Sie guckt mich an und sagt nichts. Nicht ein Wort, sekundenlang. Ich denke mir so, bitte, sag irgendwas. Oh no. Und dann meint sie nur trocken. Bist ein super Küsser. Bock auf eine zweite Runde? Und du? Ich sagte, mit dir? Kann ich mir alles vorstellen.
Großes Halbwissen ist Flaschenorakel. Willst du mich fertig machen? Laber nicht und ex. Asozial. Ich bin entsetzt. Das ist schon mein dritter. Du trinkst den. Weil ich nie dran bin. Ist echt so. Voll unfair. Aber wenn es das große Allwissens Flaschenorakel so bestimmt. Orakel. Großes Allwissens Flaschenorakel. Wer wird Moritz gleich wissen? Auf dem Mund? Wohin denn sonst? Mit oder ohne Zunge? Ich kann ja so oder so. Warum zeigt die ständig auf den Schrank oder in die Ecke? Wenn die Flasche auf Moritz zeigt, muss er sich dann selbst küssen, eigentlich? Dann darf er sich jemanden aussuchen. Aber nicht mit Zunge, ja? Keine Sorge. Blockierst du das Ganze mental, oder was? Vielleicht will er ja von jemandem hier geküsst werden. Okay, letzter Versuch. Weil. Jetzt sind wir am Proviran, okay? So, bei dir würde ich auch viermal ungültig. Kann ich jetzt feiern gehen? Okay, ich ziehe mir mein Zettchen aus. Why? Transenlook steht dir. Ja, Herr Fuhrmann verhandelt die Details gerne am Ende nochmal neu. Also schicken wir ihm am besten einfach das Gesprächsprotokoll als Erinnerungsstütze. Ja, danke, Tobias. Ich frage Moritz, ob er die falschen bekommen hat. Bis dann, tschüss. Moritz, hast du es mitbekommen? Ich gehe es nochmal durch. Was? Guckst du dir nochmal meinen Probeentwurf an? Ich glaube, irgendwas stimmt nicht. Nee, ich habe jetzt einen Telefontermin mit Herrn Schröder. Na gut, dann zeige ich es dir hinterher. Danke. Mittag in Sicht. Wollen wir uns was beim Döner oder haust du dich lieber noch mal hin? B4 scharf, weg, ich verrückte. Top. Dann mach dich mal ins Abtippen. Die haben dir einen Pfeil geschickt. Mittag geht auf mich. Okay, ich habe die ganze Nacht aufgelegt. Plus, ich habe noch einen Kieskopf geholt. Oh, harte Arbeit. Was kann ich zum Gewinnen, ne? Ich krieg keinen Plüschtier. Okay. Held vom Weihnachtsmarkt. Wir nehmen einmal den Schlüsselanhänger, der im Dunkeln leuchtet. Ach, such dir einen aus. Danke. Ja, yeah, kein Schlüsselsuch mehr. Mhm. Schau, dass er so hässlich ist. Ey, Moritz! Auch ein Wurf? Alles klar bei dir. Heute war gern das Termin, oder? Hat nichts gebracht.
Er fährt wirklich ein? Krass. Professor Doktor, Doktor. Wie geht's ihm? Hier, für dich. Kleines Licht im Dunkeln. Danke. Den kann ich gebrauchen. Soll ich es nochmal versuchen? Entweder der erste oder keiner. Oh, ich muss los. Töpfe schrubben. Ciao. 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 Ich zeige euch mal, wie das geht. Alles klar. Okay. Ja, dann melde dich einfach. Wir machen uns direkt auf den Weg dahin. Okay. Ciao. Die Pause ist zu Ende? Die sind noch auf der Baustelle. Tobias ruft an, sobald er den Typen mit dem Herrenhausschlüssel erreicht hat. Sehr gut. Dann habe ich noch die Chance, ein Geschenk für Mira zu finden. Was ist damit? Für dich? Für deine Freundin, Alter. Steht mir, oder? Ah, no pictures. Sieht sehr gut aus. Ich kaufe mir die. Bei dir sieht's ja scheiße aus. Ja, komm. Du hast eine Bilder von Luis gemacht. Er sieht halt besser aus als du. Und die? Zeig mal die Fotos von der Party-Location. Oh, voll gerne. Dann weiß ich ganz genau, wo ich meine Technik hinstelle. So. Mal gucken, ob viel zu sehen ist. Weil viel Licht war da nicht. Hauptsache, es ist nicht nur Luis drauf. Ey, schick mal rüber, falls du ein cooles Foto von ihm hast. Hier sieht man ein bisschen was vom Keller. Hier, und das ist das Haus von außen. Boah, fett. Ey, das ist die Party-Location. Da ist ja nichts drumherum. Oder täuscht das? Ist so. Machen wir, oder? Ja, auf jeden Fall. Logo. So, ich brauche ein bisschen Bewegung. Bock auf Basketball? Ja, dann hol ich den Ball. Magst du mir noch ein Ei mitbringen? Und irgendwas zum Naschen? Bitte. Natürlich. Danke. Hey. Klemm dir deine dummen Sprüche. Wegen den Fotos? Wenn den Luis verkneipe, sag's doch einfach. Ich kann schweigen gerade. Bin ich nicht. Mich nervt sowas einfach. Nur weil ich schwul bin, bin ich nicht in jeden Typen verknallt. Auf dich stehe ich doch auch nicht. Okay, sehr geklärt. Yes! Ihr seid so schlapp, Jungs. Ja, höflich. Komm, geh weiter ran. Ist deiner. Miro, deiner. Oh. Was? Los, rein! Rein da! Rein da! Hol ihn dir, hol ihn dir! Oh yeah, wir sind das A-Team! Holst du die wieder? Schön! Und jetzt wirf! Die Frau ist hardcore. Wenn wir so weiterspielen, dann gewinnen wir zweistellig. Ah, nee, sorry, ich muss ja den WG-Einkauf machen. Oh, stimmt, ich habe noch einen Zahnarzttermin, ich krieg meine Beißschienen. Ihr zwei Süßen, ihr könnt ja noch ein bisschen weiter üben. Vielleicht gewinnt ihr das nächste Mal. Bis später. Bis später. Gehen wir in die Firma und zeigen Tobias die Bilder vom Haus? Oder wir machen noch ein kleines Duell. Was ist so gewollt? Abwarten. Hey! Wo war der Anpfiff? Okay. Wenn die alle mit den Startup Tower beschäftigt sind, machen wir den Umbau vom Herrenhaus. Azubis und Praktikanten werden immer unterschätzt.
Wir zeigen dir mal, wie das geht. Im Idealfall bleibt das Anwesen einfach eine Weile unrenoviert. Dann ziehen wir da wirklich eine Partyreihe auf. Zwischennutzung forever. Ach, und im ehemaligen Kohlekeller können wir eine Bar aufbauen. Im Park lagen noch ein Stapel Bretter. Die Geheimblende dürfen wir aber nicht verwirrend rauslassen. Ich gehe noch mal kurz duschen. Du lässt auch keine Gelegenheit aus, dich auszuziehen, oder? Ich wollte einmal auspennen. Sorry. Harte Party. Willst du einen Kaffee? Was ich will. Ja? Eine Couch und eine Kopfschmerzen? Oh, Luis, halt einfach mal die Klappe, okay? Ich sehe jetzt ganz klar. Okay. Wirklich? Du checkst es nicht, oder? Was? Du bist an allem schuld. Okay, ich mache erstmal Kaffee und du erklärst mir, was ich verbockt habe. Weil du... Weil du warte, ich soll ich dir einen Eimer holen? Zeit. Ich gehe besser. Nee, so lasse ich dich nicht unter Menschen. Mitkommen. Clay, hallo? Ja, dafür muss ich kurz an meinen Schreibtisch. Ach, Moritz lässt sich entschuldigen. Er weiß noch nicht, ob er kommt. Wieso? Irgendeine Magen-Darm-Geschichte. Ja, das dachte ich mir schon, als ich ihn heute Morgen auf dem Kiez gesehen habe. Rote Augen, schwankender Gang. Eindeutig Magen-Darm. Falls das ein Prank sein sollte, das ist überhaupt nicht witzig, ne? Wo zum Teufel ist mein Bett? Das ist nicht mehr dein Zimmer. Das ist sogar meine Wohnung seit ein paar Jahren. Du hast eine Wette verloren. Echt jetzt? Und warum schläfst du hier? Weil du recht hattest. Besoffen und verknallt ist eine toxische Kombi. Und ich hätte fast... Willst du nicht wissen? Rutsch rüber.
Magst du ein bisschen kuscheln? Idiot. Ja, das ging gestern Abend schon los. Ihm war schon richtig übel. Der Ärmste. Heute Morgen hat er sich dann aus dem Bett gequält, aber keine Chance. Hast du eigentlich extra damit gewartet, bis Nina raus ist? Bin ich hier der Idiot, bei dem man mit solchen Storys durchkommt? Wir müssen die Exposés so schnell wie möglich anpassen. Wo ist eigentlich Moritz? Magen-Darm. Einen wunderschönen guten Morgen. Keine Panik. Zwischen uns ist nichts gelaufen. Scheiße, ich hab wohl verpennt. Na, cool bleiben. Also, wenn du sowieso zu spät bist, dann ist es auch egal, wie viel. Mein Schreibtisch ist voll. Wenn du so da auftauchst, dann kriegst du bestimmt Ärger. Trink einen Kaffee. Und dann überlegst du dir eine gute Story. Da ist eine frisch gepresste Zitrone, ein bisschen Salz und zwei Schmerztabletten drin. Hilft super gegen Kater. Danke. Wo hast du dich eigentlich so abgeschossen? Hier und da. Wegen Liebeskummer? Weißt du, Moritz, ich habe immer gedacht, du machst alles richtig. Vögelst dich Abend für Abend durch die Stadt. Keine Verpflichtung, kein Stress. Ah, nur Fun. Das war mal. Dir ist aber schon klar, dass du keine Chance hast bei Luis. Aber das ändert nichts daran. Ich hab's mir nicht ausgesucht. Dann glaube ich aber, dass es erstmal besser ist, wenn du auf Abstand gehst. Wie soll das gehen? Wir sehen uns jeden Tag im Büro. Unsere Gang. Ich will das alles nicht kaputt machen. Was? Du hängst an uns. Das ist echt rührend. Typen, die mir Ketchup ins Gesicht kippen oder Zitronenkaffee servieren. Hatte ich noch nie. Ich muss dir ehrlich sagen, am Anfang da habe ich echt gedacht, wow, was für ein komischer Vogel. Aber jetzt, gefummelt wird trotzdem nicht, okay? Schöne Augen.
irgendwie deep, aber auch verdammt sexy. Wollen wir mal was außerhalb vom Club machen? Ich kann dir gerne meine Nummer geben, wenn du willst. Ja? Hast du schon was vor? Geiles Video, oder? Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, drückt einfach hier rauf. Und wenn ihr die ganze Folge sehen wollt, drückt hier rauf. Es wäre natürlich cool, wenn ihr den YouTube-Channel abonniert. Deswegen abonnieren. Na los, abonnieren. Abonniert den Channel, okay?